Hallo, Lars hier von Schlageder.ch. In diesem Teil meines Reiseberichts Kanada-Alaska geht es auf die Halbinsel Kenai. Dort unternehme ich eine kleine Wanderung, übernachte am Meer, schaue mir einen Gletscher an und sehe sogar ein paar Tiere. Ja, jetzt bin ich unterwegs auf einer Wanderung, total ungeplant. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet und da es dann schon relativ spät war, bin ich dann auf einen staatlichen Campingplatz. Staatlicher Campingplatz heißt, da sind nur Campingplätze, also Plätze für Zelt oder Wohnmobil ausgeschrieben. Man zahlt eine Gebühr, die schmeißt man ein und dann hat man als einzigste Infrastruktur einfach ein Plumpsklo. Da die Tanks im Wohnmobil recht gefüllt waren, kein Problem. Und ehrlich gesagt ist es auch schöner, weil man steht nicht in Reihe und Glied wie bei den Privaten, sondern wirklich schön urig im Wald. Ja, und heute Morgen habe ich gesehen, dass da ein Pfad, ein Wanderweg weggeht. Und so wie es aussieht, kommt auch die Sonne raus. Ich glaube, heute gewinnt sie. Ich habe also Glück. Dieser Pfad geht an einem Fluss lang. Bach, Fluss, ja, so mittendrin, wo Lachse nach oben wandern. Die tun das allerdings recht unspektakulär. In Schottland hatte ich ja wirklich mal den Lachse springen sehen. Das ist hier die andere Sorte, diese knallroten. Und die schwimmen ganz, ganz langsam. Man hat ja das Gefühl, da geht überhaupt nichts, aber scheinbar machen sie doch auch ihre Meter, Kilometer. Und es sieht recht anstrengend aus, weil wenn man so eine Weile schaut, denkt man, die halten bloß die Position und sind aber die ganze Zeit mit den Schwanzflossen am Kämpfen. Ich glaube, mir wäre das zu anstrengend. Zum Glück bin ich kein Lachs. Ja, und hier geht es durch herrliche Landschaft. Ja, es ist schön hier, urig. Bärenspray habe ich dabei, Moskitospray habe ich dabei, sollte also nichts passieren. Hier oben mal kurz ein Schwenk, kommt langsam die Sonne aus den Wolken raus und umgeben bin ich hier von recht hohen Bergen. Ja, sieht gut aus. Hier sind drei Lachse, weil da unten waren es mehr. Die sind jetzt hier vor einer kleinen Stromschnelle. Ich frage mich jetzt schon, wie die da hochkommen wollen, wenn sie nicht springen. Aber sie scheinen nicht so begeistert zu sein, mir eine kleine Show hier abzuliefern. Hier oben wird die Anzahl der Lachse dann immer weniger. Da vorne sind zwar noch zwei. Und über den Stromschnellen von gerade eben, also über dem Stromschnellchen, habe ich noch auch welche gesehen. Das heißt, die springen also schon irgendwann, nur nicht ganz tourigerecht, wenn man halt darauf wartet. Vielleicht habe ich ja noch Glück. So, kurz rasch gemacht. Die Sonne scheint es heute leider doch nicht wirklich zu schaffen. Ich denke, ich drehe auch relativ bald wieder rum. Ein Stückchen gehe ich noch. So, ich habe es zum See geschafft. Zwischendrin habe ich mir schon überlegt umzudrehen, weil der Weg so zugewachsen war und alles feucht und nass. Aber ja, hat sich gelohnt. Man kann hier auch noch weiterlaufen, das schenke ich mir allerdings, das wird mir dann doch zu weit. Ich gehe dann später auf dem gleichen Weg zurück. Mache jetzt erstmal eine Rast, laufe mal noch davor.
Ja, dann sehen wir weiter. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob sie die Lachse bis hier hoch schaffen müssen. Wenn ja, dann sind sie bestimmt ganz schön fertig. Weil hier haben sie dann doch ein paar Stromschnellen zu bewältigen. Der See speist also den Fluss, an dem ich lang gegangen bin. Das ist herrlich, oder? Toll aus, wenn es nicht doch ein bisschen frisch wäre, hätte ich gerade Lust reinzuhüpfen. Da oben sieht man noch einen Rest von einem Gletscher. Dafür ist hier eigentlich noch ziemlich warm, wobei die Gletscher hier Jahr für Jahr zurückgehen. So, frisch gestärkt. Es windet jetzt auch immer mehr. Ich glaube, der Regen kommt vielleicht doch noch. Und jetzt geht's zurück. Das ist der Exit-Gletscher in der Nähe von Surat. Und ja, es gießt in Strömen. Fotografieren ist äußerst schwierig. Mit Schirm geht es gerade so. Die Spiegelreflex habe ich gleich im Auto gelassen. Ja, zu viel Wasser ist vielleicht nicht so gesund. Ja, es regnet, aber ich stehe direkt am Meer. Und eigentlich wollte ich jetzt schon immer mal haben, so ein Häuschen am Meer. Und dann bei Sturm, ne, Sturm ist zwar gar nicht, ausblicken und gemütlich Tee trinken. Irgendwann wird es auch wieder mal aufhören. So, ich bin kurz vor Huma. Es regnet endlich nicht mehr. Und ja, ich hoffe, das Wetter macht sich wieder. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Den ausführlichen Reisebericht findet ihr auf meiner Homepage schlagetter.ch und wie immer freue ich mich natürlich über Likes und Abos.